Hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Eine ganz liebe YouTube-Kollegin von mir hat zu einem Aufruf gestartet und dem möchte ich natürlich gerne nachkommen. Wir haben hier in Alanya ein tatsächlich großes und sehr gefährliches Problem. Ich habe schon oft auf meinem Kanal davor gewarnt und ich habe schon oft darauf aufmerksam gemacht, aber da hat sie recht, man kann das nicht genug machen. Und der letztliche, wirklich schlimme und sehr traurige Unfall und eigentlich muss man sagen, die Unfälle wieder einmal in den letzten Tagen und Wochen des Verkehrs hier in Alanya machen natürlich wirklich, es macht mich nicht nur traurig, es schockiert mich geradezu, wie so etwas möglich sein kann, weil man muss einfach wissen, dass der Verkehr hier in Alanya nicht mit dem deutschen Straßenverkehr zu vergleichen ist. Alanya ist bekannt dafür, dass hier jeden Tag ganz schlimme Unfälle passieren. Ich kenne keinen kleinen Ort. Alanya ist ja nun keine Stadt, ja, keine Großstadt. Klar, es ist eine Stadt, aber ja wirklich eine kleine Stadt trotzdem, ja, die so viele Einwohner leben, ist die Fläche ja doch relativ klein. Und im Hinblick auf diese Tatsache passieren hier jeden Tag schwerste Verkehrsunfälle. Und da muss man einfach ganz anders agieren, als es in Deutschland der Fall ist. Und da möchte ich ein bisschen noch einmal wieder drauf aufmerksam machen. Wie gesagt, ich habe schon ganz oft davor gewarnt, aber wir können das einfach nicht genug machen. Und da hat sie recht. Bitte teilt dieses Video, bitte liked dieses Video, bitte erzählt euren Freunden und Bekannten von dem Inhalt dieses Videos, wenn sie sich in Alanya aufhalten wollen, wenn sie hier Urlaub machen wollen, wenn sie hier sich für längere Zeit aufhalten wollen. Alanya ist ein gefährliches Pflaster im wahrsten Sinne des Wortes, was den Straßenverkehr anbelangt. Die meisten Unfälle passieren auf der D400 und in Alanya City, ne, bei der Einfahrt nach Alanya rein, weil die Autos einfach viel zu schnell fahren. Und sehr oft sind Motorradfahrer an diesen Unfällen beteiligt. Oft sind es auch nur kleinere Unfälle. Ja, die Motorräder kippen um, sie fahren irgendwo gegen oder die Motorräder werden angefahren. Aber oft sind es auch ganz normale PKWs, die in schwerste Unfälle verwickelt sind. Und als wir hierher gekommen sind, haben unsere Bekannten, die hier sehr gute Kontakte auch überall hin haben, gesagt, hier passieren jeden Tag mehrere Unfälle mit Motorradfahrern und jeden Tag stirbt auch ein Motorradfahrer an diesen Folgen. Vorsicht ist im Straßenverkehr angebracht, Motorradfahrt bitte nicht. Auch wenn es vielleicht praktisch erscheint, ja, von links nach rechts mit dem Motorrad schnell mal zu fahren. Auch hier in die Berge. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, ja, mit dem Motorrad zu fahren. Möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Motorräder sind weitaus gefährdeter hier in Alanya als andere Verkehrsmittel. Nichtsdestotrotz ist der Boden hier in Alanya, in den Bergen und auch auf den Straßen, auf kleineren Straßen, so rutschig durch den Sand, der hier überall liegt. Der Sand ist nicht feucht, was ja auch, selbst wenn das wäre, Rutschgefahr birgt. Aber auch dieser trockene Sand macht eine reine, glatte Fahrbahn, sozusagen legt es einem vor die Füße, dass man einfach nur rutschen kann. Gerade wenn man oder muss oder soll oder rutscht einfach. Und das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gefährlich. Ich habe keinen Führerschein. Ich kann weder Motorrad fahren und würde das mit Sicherheit weder in Deutschland machen noch hier. Und ich kann auch nicht Auto fahren, kann euch daher die Gefahren auch diesbezüglich gar nicht so genau wiedergeben. Aber ich höre es ja aus den Berichten, die mir immer wieder zugetragen werden. Aber auch die Fußgänger, ja, der nächste große Gefahrenpunkt. Wir Fußgänger sind hier nicht weniger gefährdet.
begleitet mich auf meinen Vlogs jeden Tag. Ich nehme euch mit runter, die Berge runter, erst gestern. Haarscharf ist ein riesiger Transfer an mir vorbeigesaust mit einer Geschwindigkeit den Berg runter, dass ich mich umgucken musste und den Windzug sogar schon, den der verursacht hat, direkt 40 cm neben mir als Gefahr betrachtet habe. Insofern, als ich dachte, dass der mich schon ans Auto ranzieht. So schnell ist der an mir vorbei. Ich konnte überhaupt nicht so schnell gucken. Geschweige denn, dass ich es mitbekommen habe, dass der überhaupt hinter mir ist, weil ich mich mit euch unterhalten habe. Meine Ohren sind zwar gut, ja, ich kann hören, so ist es nicht, aber ich habe das nicht gemerkt, ne, dass der da an mir vorbei, also dass der hinter mir ist, so nah schon. Ne? Also ich kann euch nur raten, als Fußgänger vorsichtig zu sein. Noch viel, viel vorsichtiger, als wir das hier in Deutschland machen. Ganz besonders sehe ich die Gefahr für Leute, die in den Bergen leben oder sich in den Bergen aufhalten und diese Wege runtergehen müssen, weil wir keinen Fußgängerweg haben, sondern wir müssen auf der Straße laufen und dann bitte ganz am Rand, möglichst noch auf der Rasenfläche gefühlt, in den Bananenfeldern am besten noch, weil die Straße, die, denen ist das wurscht, ob du da als Fußgänger langläufst und er bitte einen Abstand zu halten hat. Machen die nicht. Die sausen mit einer Höchstgeschwindigkeit an dir den Berg runter, dass das wirklich gefährlich ist. Ich habe schon oft gewarnt, lasst eure Kinder auf der Bananenseite laufen. Haltet sie an den Händen fest. Lasst sie nicht alleine, ohne dass ihr sie festhaltet, laufen. Und wenn, dann habt sie immer im Blick. Laufen sie vor euch, höchstens einen Meter vor euch und immer ermahnen, ganz an der Seite zu bleiben. Und lasst sie bitte nicht hinter euch laufen, denn da habt ihr sie nicht im Blick. Und Kinder denken nicht dran, wenn sie einmal ermahnt werden. Die müssen immer unter Kontrolle laufen sozusagen, damit sie auch auf gar keinen Fall auch nur einen halben Meter Richtung Straßenseite runterlaufen. Die meisten von euch werden ja aber ja nicht in den Bergen leben, sondern unten an der D400, entweder an den Hotelanlagen Urlaub machen oder eventuell in den großen Apartmenthäusern leben, unten in der Stadt. Und unten in der Stadt multipliziert sich die Gefahr gleich nochmal um ein Zehnfaches, weil wir alle die große Strandstraße, die Strandpromenade kennen und da auch wissen, dass wir da, wie viele Spuren sind das? 6 oder 4? Eine Schnellstraße haben, die auch als Autobahn missbraucht wird, und zwar täglich. Die Autos fahren dort Autobahntemperaturen, Autobahngeschwindigkeiten. Das heißt, man unterschätzt total, ja, total, wie schnell dieses Auto bei einem ist, wenn man diese Straße überquert. Ja, bitte, bitte. Bleibt stehen oder nehmt am besten die Unterführungen. Bleibt stehen, bis ihr wirklich kein Auto mehr seht, bis es wirklich ganz weit weg ist. Geschweige denn, dass ihr euch auf Zebrastreifen verlassen könnt. Da sind überall Zebrastreifen. Ja, das nützt nur gar nichts, weil sich kein Mensch daran hält. Keiner. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, und ich bin ja jetzt seit 3 Jahren hier, oder vorher ja auch schon, dass sich auch nur einer, ein Autofahrer an den Zebrastreifen hält. Mitnichten. Die rasen da drüber und denen ist das Wurst, ob da ein Zebrastreifen ist oder nicht und du dich da gerade mitten auf der Fahrbahn befindest. Ja? Ampel, genau das Gleiche. Ich nehme euch immer mit runter. Guckt 100-mal, selbst wenn ihr grün habt, 100-mal, ob die Autofahrer langsamer werden, wenn sie an die Ampel heranfahren. Und auch dann, bitte, die ganze Zeit achtet auf die Autofahrer. Es gibt immer irgendeinen Trottel, der die rote Ampel, der die für sich rot nicht sieht. Und selbst wenn er es vielleicht wusst, er hat irgendwas Dringendes zu tun oder fährt er da über rot rüber und bemerkt euch vielleicht gar nicht, muss noch nicht mal absichtlich sein, ja, weil er aufs Handy guckt, auf seinen Partner guckt, auf seine Füße, auf seine, ich habe keine Ahnung, wo man hinguckt, während man Auto fährt, ja. Dann bitte immer gucken, auch wenn ihr grün habt, sowieso nicht loslaufen sofort bei Grün wie in Deutschland, sondern das würde ich euch auch in Deutschland nicht raten. Ja, wie oft habe ich in Deutschland Grün und irgendein Idiot fährt trotzdem weiter. Ja, das ist mir nicht selten passiert, auch in Deutschland. Aber hier ist es eben lebensgefährlich, hoch 10. Ja, bitte auf jeden Fall auch bei Grün richtig gut gucken. Und nehmt am besten die Unterführung. Jede
20, 50, 100 Meter gefühlt gibt es eine Unterführung an der D400 runter, ein Tunnel, der unter der D400 zum Strand führt. Nehmt am besten das. Ist ein bisschen schmutzig, ein bisschen siffig und riecht auch nicht gut. Aber egal, es ist auf jeden Fall sicher. Alle laufen da drunter, da wird nichts passieren. Und es ist auf jeden Fall verkehrssicher für euch. Ja? Aber noch eine kleine Sache, die ich euch sagen möchte. An der D400, an den Ampeln, habe ich euch auch schon oft erzählt, ist es leider so, dass der erste Ampelschnitt, also die erste Fahrbahn, für euch vielleicht grün hat, aber die nächste Fahrbahn in die entgegengesetzte Richtung hat immer noch rot. Am Anfang habe ich das auch gar nicht bemerkt. Ja, da habe ich auch gedacht, ich habe hier auf dieser Straßenseite rot, grün, dann habe ich auf der anderen auch grün. Nee, nicht. Immer nur eine Fahrrichtung hat grün für euch und die andere ist dann wieder rot. Und wenn die andere dann wieder rot hat, dann ist für euch irgendwann grün. Auch nicht immer und sofort. Da darf man sich auch nicht verlassen auf die andere Straßenseite. Wenn da jetzt zwei Ampeln nebeneinander sind, die eine ist vielleicht hier und 10 Meter weiter ist die andere Ampel. Wenn die andere grün hat auf eurer Fahrbahn, habt ihr vielleicht noch rot, weil Abbieger um die Ecke kommen von der Eingangsstraße. Das darf man auch nicht vergessen, ja, die haben vielleicht schon grün und ihr latscht los, weil die haben ja auch grün. Das ist dann aber bei euch immer noch rot, nicht aus gutem Grund, weil die Abbieger rumkommen, ja. Da muss man auch gut aufpassen. Ihr guckt vielleicht auf, wenn ihr grün habt, auf die Straße, die wo eben die Autos stehen bleiben müssen, aber da sind auch ganz da hinten noch Abbieger aus dieser Querstraße. Also, ne? Also wie soll ich das erklären? Ich bin ja kein Autofahrer, ich erkläre es immer so blöd. Also von da, ne, die Autos, die von da kommen und ihr hier rüber wollt, dann kommen die Autos von da, die haben da rot und stehen. Aber es gibt dann da noch eine Querstraße sozusagen und diese Autos fahren auch in eure Richtung. Und die haben nämlich dann auch grün, wenn ihr noch rot habt, logischerweise. Ja, aber die müssen schon stehen. Sehr kompliziert. Also am besten nehmt ihr die Unterführung und passt höllisch auf. Motorradfahren, Autofahren, irgendwas anderes fahren ist hier auf jeden Fall gefährlich. Ihr müsst, wenn ihr Auto fahrt, eure Sinne beisammen haben. Unterhaltet euch am besten nicht mit euren Partnern. Lasst euch in keinster Weise ablenken. Gerade Männer können das ja nicht so gut, ne? Sich unterhalten, meine Erfahrung, ich will jetzt hier keine bösen Worte oder so Vorurteile machen. Ich habe immer das Gefühl, man kann nur eine Sache gut, ne? Und nicht fünf auf einmal. Und bitte konzentriert euch auf den Verkehr. Überall schießen diese Motorradfahrer um die Ecken. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und auch die Lastwagen, die haben nicht die normale Lastwagengeschwindigkeit, die wie in Deutschland. Die rasen genauso schnell ran wie ein Motorradfahrer. Und ich kann euch nur immer wieder warnen, habt eure Augen 100% auf der Fahrbahn, alle Sinne beisammen, liebe Ehefrauen oder Kinder, wenn ihr ein bisschen größer seid, lasst die Fahrer in Ruhe ihr Ding machen, ja. Ihr könnt euch nachher unterhalten, ihr könnt nachher euch zoffen oder was auch immer, aber habt die Sinne auf der Fahrbahn, das ist auf jeden Fall sicherer hier. Es sind nur 2 Wochen, die ihr Urlaub macht. Da müsst ihr euch nicht beim Autofahren auch noch ständig unterhalten, streiten oder Spaß machen oder sonst was. Das kann unter Umständen lebensgefährlich sein. Konzentriert euch auf den Verkehr. Habt alle Augen, 5 Augen möglichst da, wo sie hingehören, nämlich auf die Fahrbahn, auf euer Fahrzeug und nach links und rechts. Jede Sekunde schießen diese Motorradfahrer aus jeglichen Richtungen. Man weiß gar nicht, wo die immer herkommen. Ja? Und dann ist nämlich passiert. Allah Gustavus. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Na, geht mein Handy nicht aus.